Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Buddy Company Kompakt. Heute mit dem Thema Personalmarketing und was das Ganze mit Krieg zu tun hat. Stellen wir uns erstmal die Frage, was ist dieses Personalmarketing? Schaut man jetzt in das Wirtschaftslexikon von Gabler, sagt der, Personalmarketing ist die Anwendung des Marketinggedankens auf den Personalbereich. Dabei ist das Unternehmen als Arbeitgebermarke zu sehen, der Arbeitsplatz als Produkt, das vermarktet werden soll, und der Angestellte als Kunde, der das Produkt kaufen soll. Ziel der ganzen Aktion ist es, den Arbeitgeber attraktiver dastehen zu lassen. Im Personalmarketing gibt es nochmal den Unterschied zwischen internem und externem Personalmarketing. Im internen Personalmarketing ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen: Welche Mitarbeiter sind strategisch wichtig fürs Unternehmen und sollten ihre Stellen möglichst lange bekleiden? Retention, also die Beibehaltung der aktuellen Stellenbesetzung, ist das oberste Ziel des internen Personalmarketings. Hierbei geht es darum, das Commitment und die Loyalität der Mitarbeiter zu steigern, die Fluktuationsrate zu senken und den Nachwuchs an Führungskräften sicherzustellen. Nachdem wir jetzt also wissen, welche Stellen strategisch wichtig fürs Unternehmen sind, ist die nächste Überlegung, wie kann ich diese Mitarbeiter an ihre Stellen binden? Das geht entweder auf emotionaler oder auf materieller Ebene. Eine Maßnahme, um Mitarbeiter emotional an ihre Stelle zu binden, ist zum Beispiel die Aufrechterhaltung eines besonders guten Betriebsklimas. Materiell kann man diese Mitarbeiter aber auch durch Lohn- und Lohnzusatzleistungen, wie zum Beispiel einen schicken Firmenwagen, an das Unternehmen binden. Im externen Personalmarketing beschaffen wir uns in erster Linie mit der Frage, wo und wie lassen sich geeignete Mitarbeiter und natürlich auch Mitarbeiterinnen am besten gewinnen. Unsere Aufgabe besteht darin, ein positives Arbeitgeber-Image zu gestalten, die Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Unternehmens und wir wollen ausreichend Bewerberpotenzial sicherstellen. Eine Kostensenkung kommt dadurch zustande, dass wir, wenn wir unsere Arbeit gut machen, als attraktiver Arbeitgeber gelten und somit auch mehr Initiativbewerbungen kommen. Unsere Arbeit gestalten wir dann gut, wenn wir gute Imagekampagnen fahren, wenn wir Hochschulmarketing betreiben, wenn es natürlich auch monetär attraktiv ist, bei uns zu arbeiten. Und am besten ist es, wenn unsere eigenen Mitarbeiter uns als sehr guten Arbeitgeber empfehlen. An diesem Beispiel sieht man, dass man das interne und externe Personalmarketing gar nicht so scharf voneinander trennen kann. Der einzige Unterschied ist das Ziel. Während wir im internen Personalmarketing versuchen, unsere guten Mitarbeiter zu behalten, versuchen wir im externen Personalmarketing, neue gute Mitarbeiter dazu zu gewinnen. Die Art und der Umfang, in dem ein Unternehmen Personalmarketing betreiben sollte, ist stark von der Größe, Branche und der Unternehmenskultur abhängig. Während in kleinen Unternehmen bereits das Feierabendbier und eine gute Unternehmenskultur als Personalmarketingmaßnahme gesehen werden kann, sollten große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern auf strukturierte Personalmarketingmaßnahmen setzen. Zu empfehlen sind die Integration einer Betriebssportgruppe, eine überdurchschnittlich gute Altersversorgung der Mitarbeiter und ein faires, leistungsbezogenes und transparentes Entgeltsystem. Also fassen wir nochmal kurz zusammen, was macht dieser Personalmarketing-Typ jetzt überhaupt? Erstmal sucht er natürlich passende Mitarbeiter. Dann geht er hin und schaut, wie kann ich unser Unternehmen für andere cool dastehen lassen, gut dastehen lassen und attraktiv gestalten. Er zeigt auf, welche Vorteile das Unternehmen hat, und sorgt somit dafür, dass sich potenzielle Bewerber auch wirklich bewerben. Außerdem schaut er natürlich bei den eigenen Mitarbeitern, wie die weiter an das Unternehmen gebunden werden können. Was auch dazu gehört ist, dass Mitarbeiter, die vielleicht nicht so gut mehr zum Unternehmen passen, auch irgendwie zu anderen Unternehmen empfohlen werden. Einfach gesagt, alles was nicht passt, hau ab! Kommen wir noch zu unserer anfangs gestellten Frage, was das Ganze mit Krieg zu tun hat. Die Unternehmen sind ständig auf der Suche nach den besten Mitarbeitern. Und natürlich auch auf der Suche nach neuen Talenten. Und wie wir schon in unseren Videos der Menschenbildern erklärt haben, hat der Mensch nicht nur das Verlangen nach einem gut bezahlten Job, sondern auch andere Faktoren spielen eine große Rolle. Aus diesem Grund
überschlagen sich die Unternehmen mit Personalmarketingmaßnahmen. Und das hat dazu geführt, dass ein kleiner Krieg entstanden ist um die besten Talente, auch bekannt als der War of Talent. Wir hoffen, wir konnten euch das Personalmarketing mit diesem Video etwas näher bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden. Links und rechts kommt ihr zu anderen Videos von uns. Bis dann, auf Wiedersehen.